hab den besten Job der Welt, trotz Blut und Schweiß. Kann ich machen, was ich will, alles gut soweit. Doch in allen anderen Rappern wächst der pure Neid, weil für mich das größte Stück vom Kuchen bleibt. Ich hab den besten Job der Welt, trotz Blut und Schweiß. Kann ich machen, was ich will, alles gut soweit. Doch in allen anderen Rappern wächst der pure Neid, weil für mich das größte Stück vom Kuchen bleibt. Immer wenn die guten Geister mich verlassen haben und ich wieder mal die Regeln nicht beachtet habe. Immer wenn ich nicht so ganz erwachsen war, hör ich... Papa, was machst du da? Immer wenn die guten Geister mich verlassen haben und ich wieder mal die Regeln nicht beachtet habe. Immer wenn ich nicht so ganz erwachsen war, hör ich... Papa, was machst du da? 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 Ich bin der Knaller, die Bombe, der absolute Wahnsinn. Ich mein, Doreen geht auf den Zehen, weil ich verflucht und garnt bin. Ja, ich bin ne geile Sau, meine Breitling geilt sie auf. Ihr Macker sieht nicht begeistert aus, sie nimmt sein Herz und reißt es raus. Und das alles wegen mir, ich mach doch nichts, ich steh nur hier oben und sing mein Lied, hampel rum und schwing mein Glied. Ich kann nichts dafür, sie sind verliebt, ich versteh sie, mir geht's genauso. Ich bin schon ein krasser Typ, ich hab alles das, was man zum Leben braucht. Und noch viel mehr, viel zu viel, Konto voll, keine Sorgen. Ich werd jeden Morgen angestrahlt, ich meine, Schein beworfen. Ich bin einfach viel zu krass, guck mal, wie deine Olle guckt, wenn du jetzt sauer bist. Komm und hol mich, ich bin in Hollywood. Immer wenn die guten Geister mich verlassen haben und ich wieder mal die Regeln nicht beachtet habe. Immer wenn ich nicht so ganz erwachsen war, hör ich... Papa, was machst du da? Scheiße, egal ob flüssig, fest, braune oder weiße. Sie fragen, ob ich nur über Analsex reden kann. Doch es geht nicht anders. Ich bin der Arschfick, Mann. Es fing an mit 13 und Naturbegleitcreme. Dann braucht man nicht erst lockern, sondern kann ihn gleich reinschieben. Katrin hat geschrien vor Schmerz, mir hat's gefallen. Ich hab gelernt, man kann eine Hand reinschieben und dann Bein. Ich hab experimentiert, Katrin war schockiert. Sie hat nicht gewusst, dass der Negerdildo auch vibriert. Ihr Arsch hat geblutet und ich bin gekommen. Seit diesem Tag sing ich den Arschfick-Song. Immer wenn die guten Geister mich verlassen haben und ich wieder mal die Regeln nicht beachtet habe. Immer wenn ich nicht so ganz erwachsen war, hör ich... Papa, was machst du da?